Ja, durch die Zeit kommt es halt leider hier zur Zahnsteinbildung. Das ist auch ganz natürlich. Ist ja bei Menschen auch nicht anders. Und an Stellen, wo man schlecht drankommt oder halt eben auch durch zu wenig Mundhygiene, kommt es dann leider hier zu so einem Zahnsteinbefall. Diesen werden wir jetzt aber hier gepflegt entfernen. Heute widmen wir uns dem Zahnstein meines Hundes. Dieser hat leider schon vermehrt an vielen Zähnen Zahnstein angesetzt über die Zeit, da wir leider nicht regelmäßig die Zähne geputzt haben und der Hund viel Nassfutter bekommt, daher wenig Abrieb durch das Futter oder sonstige Knochen hat, müssen wir das jetzt leider selber abtragen. Das ist aber ganz einfach mit diesem Ultraschallreiniger, den ich euch hier auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Der hat bis zu 4 Einstellungsstufen, je nachdem wie stark der Zahnstein ist oder wie stark gereinigt werden muss. Und mit diesem Reiniger ist es ganz einfach, das Ganze wieder zu entfernen, damit eben auch die Mundhygiene bzw. Zahnfleisch oder die Zahnfleischgesundheit des Hundes auch hier gewährleistet ist und ihm dann auch nicht die Zähne davon gammeln. Das werden wir jetzt mal testen und ich zeige euch gleich schon mal das Ergebnis hier vorab. Hier könnt ihr genau sehen, wie vorher der Zahn ausgesehen hat und wie er nachher aussieht. Ich mache natürlich jetzt hier einfach jeden Tag mal einen Zahn. Auf keinen Fall sollte man alle Zähne auf einmal behandeln. Das ist viel zu viel Belastung für den Hund, der natürlich hier immer ruhig sitzen muss. Und natürlich auch das Quietschgeräusch und die Vibrationen sind natürlich auch nicht angenehm. Man kennt es ja von einem selber, wenn man beim Zahnarzt ist. Das ist genau dasselbe. Also der Hund muss sich natürlich auch zuerst mal an diese Behandlung gewöhnen. Deshalb empfehle ich hier einen Zahn einfach pro Tag hier zu bearbeiten. Das ist völlig ausreichend. Und dann hat der Hund auch wieder ein schönes Gebiss zum Schluss. Man muss auch keine Angst haben. Der Ultraschall-Zahnreiniger schaltet erst ein, sobald man den Zahn berührt. Und wenn man vielleicht durch eine falsche Bewegung oder der Hund sich bewegt, ans Zahnfleisch kommt, ist sofort ausgeschaltet. Also da muss man keine Angst haben, man kann hier eigentlich gar nichts falsch machen und man kann auch den Hund nicht verletzen. Also ganz einfach für jedermann zu handhaben und es gibt auch noch einen verschiedenen Aufsatz, nämlich einen mit einem ganz spitzen Aufsatz für die ganz feinen Ränder in Richtung Zahnfleisch und natürlich auch noch einen Aufsatz für die grobe Oberfläche, damit man hier ein wenig schneller vorankommt. Und mit dem könnt ihr den Zahn dann auch ganz schnell reinigen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst es mich unten in der Kommentarbox wissen. Ich versuche hier immer alle Kommentare zu beantworten. Ja, es ist ein wenig eine Pummelarbeit. Man braucht schon ein bisschen Geduld und muss auch genau arbeiten. Aber ich sage euch, es lohnt sich wirklich. Der Hund wird sich danach viel besser fühlen, da seine Zähne wieder gereinigt sind. Wie man es von einem selber auch kennt, wenn man beim Zahnarzt war. Man hat wirklich ein frisches Gefühl und weiß auch, dass man jetzt wieder was für seine Gesundheit gemacht hat. Wenn man das Ganze nicht behandelt, kann es natürlich passieren, dass die Zähne sogar zu faulen beginnen und natürlich dann, das merkt man auch oft am starken Mundgeruch des Hundes und im schlimmsten Fall fallen eben dann einzelne Zähne des Hundes auch aus. Mein Hund ist jetzt hier schon 11 Jahre alt und wir haben eigentlich eher selten die Zähne geputzt, weil wir uns halt gedacht haben, ja durch das Futter oder eben auch durch Spielen mit so faserigem Spielzeug und Ziehzerrbewegungen oder halt auch durch Trockenfutter und so wird sich das schon von selber regeln. Leider war das eben nicht der Fall. Und jetzt gehen wir halt das Thema hier selber an mit dem Ultraschall-Zahnreiniger. Ich denke mal, vielen von euch draußen wird es auch so gehen und ihr werdet nicht jeden Tag dem Hund die Zähne putzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, wenn ich, auch ich putze ja jeden Tag die Zähne, aber auch trotzdem kann es passieren, dass man Zahnstein bekommt, an Stellen, wo man schlecht hinkommt, hinter den Zähnen, unten unter der Zunge zum Beispiel oder so. Also und man geht ja auch zum Beispiel mindestens einmal jährlich zur Mundhygiene beim Zahnarzt. So sehe ich das jetzt hier auch und wir kontrollieren es laufend die Zähne und werden dann wahrscheinlich auch einmal jährlich hier den Zahnstein einfach oder den Belag mit diesem Gerät entfernen. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen und das Ganze ist schön gereinigt. Also hier seht ihr jetzt nochmal das Ergebnis von diesem einzelnen Zahn, den wir jetzt hier mal bearbeitet haben. Und jetzt machen wir einfach jeden Tag weiterhin einen Zahn und dann ist das ganze Gebiss dann vom Hund wieder gereinigt.
Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, das Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis bald, macht's gut. Tschüss.